So, liebe Leute, weiter geht's heute mit dem Spieltag Nummer 32 in München. Ja, die Bayern, die Bayern, die Bayern. Mal wieder. So. Ich brauche jetzt nicht zu über. Ich brauche keine Dings. Das weh, das tut so weh. Dass du echt in der 94. Minute noch ein Gegentor kassierst gegen die. So. Wir machen es etwas anders. Wir setzen noch Schelderup da vorne rein, damit wir ein bisschen was mehr Offensive haben. Gehen wir rein ins Match. Heute ist es eigentlich zum Siegen verdammt. Ansonsten geht der Titel definitiv nach München. Ansonsten geht der Titel definitiv heute nach München. Auf geht's. So langsam spitzt sich das Titelrennen zu. Heute kann sich eigentlich keiner eine Niederlage leisten. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Ja, wir haben uns vor ein paar Tagen schon mal gesehen, jetzt sehen wir uns wieder. Wir spielen aber zu Hause. Wir spielen in München, ne? Oh noch, oh Gott. Ja, wir spielen in München, müssen dort gewinnen, um die Bayern Ich noch grüße oben Sie weh sehr zu tun. herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Ja, dieses, Fußballfreunde. dieser Sie haben Niederlage sich gegen den genau VfL richtig Bochum, die tut entschieden. einfach nur Ich bin extremst Wolf weh. Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir sind die Kommentatoren dieser Partie. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Könnte eine packende Partie werden. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Ja, es ist halt bitter, weil du halt wirklich in der letzten Sekunde noch. So gehen es die Bayern also heute an. Yassine Bounou ist der Mann auf der Torhüterposition. Joshua Kimmich steht an der Seite Sabitzer, von Marcel Madison. Sabitzer im Zentrum und im Sturm ist Victor Osimhen. Lehmers haben sie rausgenommen, Fofana haben sie rausgenommen. Ja, der Bernardo, der tut, hat uns auch extrem wehgetan. Der Lech, ich meine, Mané und Bernardo, die beiden Torschützen aus dem Hinspiel gerade hintereinander zu sehen. Ich Kommen wir meine, zurück zur weil sie. Aufstellung der Gäste. Wir Sie müssen da auch entscheiden nochmal sich für ein wechseln. 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Wir Mittelfeld. werden natürlich nicht die Qualität haben, die die Bayern haben, auch wenn wir in der nächsten Saison vielleicht ein bisschen aufrüsten können. Aber die Frage ist, wie viel kriegen wir, wie viel Kohle haben wir, ob wir das irgendwie hinbekommen. Weil es wird eine fünfte Saison geben. Das ist eigentlich fast wahrscheinlich. Oder wir kriegen es nochmal hinbezaubert. Gut, wir haben in Manchester gewonnen. Wir haben in Madrid gewonnen. Warum soll man nicht auch München gewinnen? Im Idealfall schon heute. Und heute müssen wir. Na dann, auf ein neues. Die Partie läuft. Bayern mit dem Anstoß. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Marcel Sabitzer. Osimhen. Und dann ist der Ball weg. Und der Konter über Youssoufa Moukoko. Da ist die Chance. Der schon. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Der schon in der Champions League getroffen hat. Diese sichere Aktion Deswegen da war er dafür ab voran. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Deswegen hat er heute den Vorzug bekommen, weil er wird wahrscheinlich auch im Rückspiel spielen. Das direkte Duell zweier Titelkandidaten, Buschi. Und was ist das eng an der Tabellenspitze? Beide müssen unbedingt kommen. Guter Block, aber Sie müssen weiter aufpassen. Der Tor Mann, hör doch mal auf mit so einer Kacke, ey. Marcel Sabitzer. Stark gearbeitet. Ich schließe mal die mit dem Ball. Jetzt kommt der Schuss. Schimmert. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. So, Moussoufa, Moukoko, Entschuldigung. Chance zur Führung. Jetzt!
Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Ich schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Mukoko. 1-0. Genau, so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn. Jetzt sind die Bayern hier also hinten, sie müssen die Bayern über die Seite. Ja, Madison. Da ist er aufmerksam, gut vom Torwart. Ja, warum lass ihn bitte nicht da laufen, da vorne? Kimmich führt aus. Da fehlt die Konsequenz bei diesem Befreiungsschlag. Und Noppert. Und gehalten. Kein bitte brauche ich in der neuen Saison mal noch einen. Also, ich muss mal gucken, dass ich nochmal anfange, ein bisschen mehr zu kaufen. Und je nachdem, was da so machbar ist finanziell vor allem. Ding! Ich brauche unbedingt mal noch einen Mittelfeldspieler oder einen Stürmer, der vorne der Weltklasse ist. Ecke kommt in die Mitte. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Jetzt der Konter. Über eben jenen. Schönes Zuspiel. Kein Abseits. Mukoko. Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Thiebaud darf den nicht halten. Das wäre 2-0 geworden. Gute Chance jetzt. Es gibt einen Eckball. Latte! So, Ecke kommt. Und Mukoko. Also der macht mehr Betrieb als der hat da vorne in den letzten Partien. Das ist jetzt mittlerweile Tor Nummer 5. Also wie er da, der hätte jetzt durchaus mehr machen müssen. Mané ist das. Kimmich. Da gewinnt er den Zweikampf. Meiner Meinung nach war das ein Foul und dann wäre es nämlich gelb-rot, wäre es glatt rot geworden. Den Ball kann er klären. Da haben sie die Chance. Ja, ganz energisch. Zabitzer. Gefahr erstmal bereinigt. Schön. Aubameyang verliert den Ball. Das sieht durchaus schön da rum. Die Riesenchance. Das ist zu kurz. An den Pfosten. Gut geklärt, das war wichtig. Die Bayern atmen erstmal durch. Der Ball geht. Ah, spielt doch mal einen vernünftigen Ball. Mit zwei Toren in Rückstand geraten. Ja, sie müssen mehr tun. Der Ball leer. Das könnte gefährlich werden. Lemperle, Schäderhoff, nun Bono. Also wenn die Keeper nicht hätten, die Bayern, dann wäre es hier locker mit 0-2, 0-3. Die Ecke kommt. Wieder super Bono. Gemacht. So gerade bringt er hier den Ball noch über die Latte. Weiterer Eckball. Da bekommen sie den Ball nicht raus. Klasse. Wieder Bono, ey, das ist zum Kotzen, die dieser Keeper. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt mittlerweile der Ball den Ecke kommt rein. Gut gemacht vom Torwart. Er ist sicher bei dieser Ecke. Nein, hat er ja machen können, du musst. Yes! Es geht ist man halt, in die Pause. Jetzt war nur Halbzeit, aber es ist reich. Der erste Durchgang ist also. Hoffentlich fällt die Osimhen lange aus. Das wäre natürlich total toll. Weiter geht's mit Halbzeit Nummer 2. Wir müssen das Ding im Wetter so aufrechterhalten. Die Bayern werden natürlich von der Qualität her natürlich besser sein, aber. Ey, was spielst du für einen normalen Ball? In der Red Bull Arena gibt es ein Tor zu vermelden. Wir geben ab ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für RB Leipzig. Thomas Lemmer war der Torschütze. Da setzt er sich mit einem super Dribbling durch und dann macht er auch dieses Tor. Der neue Spielstand heißt nun. Oh, viel Platz jetzt. Gute Parade. Och Mann, das sind doch nicht zum Kotz, was sind das denn für Bälle immer? Verdoppeln können. Ja klar, sie führen, läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Da musst du solche Bälle spielen. Musst du solche Bälle machen. Gutes Tackling. Osimhen. Und er hat den Ball. Osimhen. Super gut. Diesen kurzen Blick rüber aufs Parallelspiel. Also mit Hanna hat er gut im Griff die Bayern, aber noch wie vor. Ihre neue Führung damit. 2-0.
Schöner Volleyschuss. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Und Aubameyang. Da muss er hin und holt sich den Ball. Die Gastgeber Madison. Sind beim Ballbesitz vorne, aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen und so müssen sie sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. Bekanntlich will sich der FC Everton ja verstärken und jetzt kommt Bewegung in die Sache. Zumindest kursieren schon die ersten Zahlen. Wie bei solchen Nachrichten üblich, sollten wir erst einmal schauen, wie viel Wahrheit wirklich darin steckt. Bremer. Simon. Ja. Momentan nicht wirklich vorne drin zu finden. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Leipzig. Thomas Lemmer war der Torschütze. Ich muss irgendwann mal das zweite jetzt machen. Zweiter Treffer. Perfekt getimter Pass in die Gasse. Den schiebt er natürlich locker ein. Neuer Spielstand damit 3:1. Gespielt sind 67 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Hallo, ich bin mal da. Da ist die Chance. Verhindert da, dass es gefährlich wird. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Was machen Sie draus? So, Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Aus so einer Konterchance müssen Sie nicht damit. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Mukoko. Dicke der Licht. Das Zuspiel soll zu Aubameyang. Ja, nein, keine haben. Gute Befreiung hier. Aubameyang. Super Tackling. Die Bayern-Fans hoffen nach wie vor immer noch auf den Ausgleich. Bayern München drückt jetzt hier nochmal auf den späten Ausgleich. Aber dann verlieren sie den Ball, damit ist die Gefahr erstmal bereinigt. Jetzt Aubameyang. Sie stören früh, da ist der Ball. Tamann. Rote. Da ist die Hereingabe. Den kann er natürlich ganz locker halten. Da war bei weitem nicht genug Druck hinter diesem Ball. Die letzten 5 Minuten. Ja, da war doch nichts, ey. Der FC Bayern bekommt den Freistoß. Du, dann fallst du mir lieber noch einen Angriff weg, oder was? Ja, ernsthaft jetzt. Was soll das denn für eine Kacke sein? So, jetzt wollen wir mal kurz nochmal schauen. Ab nochmal vorne mit auf die Bahn schicken. Irgendwie vielleicht das Ding noch über die Runde jetzt fahren. Noch 5 Minuten vielleicht mit Nachspielzeit. Also wie gesagt, verlieren wir hier, fühlen wir hier unentschieden, jetzt ist das Thema gegessen. Die Bayern über die Seite jetzt. Und jetzt. Er lässt den Lauf, er gibt den Elfmeter. Für was gibst du da? Naja, darf ja nicht sein, dass Bayern nicht gewinnt, oder? Ja, doch, okay. Das wird vielleicht nicht mehr. Oh, meine. Jetzt können Sie den Ausgleich schaffen. Sie das war's. Bayern ist Meister. Wir sind im Grund. Das wird die erste Saison ohne Meistertitel. Dieses Unentschieden tut weh, weil es war's das. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht ins Stocken. Aber jetzt. Ja, ich meine, wir müssen. Nein, so noch haben wir uns noch Zeit. 60 Sekunden gibt's noch als Chance zur Führung. Tor, die Führung. So viel zum Thema, ne? Vom viel zu viel zum Thema, die Meisterschaft war es. Das kannst du nicht, Muraiba. Ne, es ist nur Noboa. Ich habe es mehr oder weniger gerade schon abgehängt. Und deswegen war das diese letzte Situation. Noboa, De Ligt, Bodo kann schon. Tor für Bayreuth. Das ist der Schlusspfiff und die Bayern stehen. Es war irgendwo keine Chance, doch ist die Chance. Wir gewinnen in München mit 2:1 und sind damit wieder 2 Punkte dran. Ja, die waren heute schlicht und ergreifend das schwächere Team.
Und so eine Leistung kannst du dir nicht erlauben. Wir sehen uns dann genau Schelleck in der nächsten Folge schon wieder. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Also Moukoko hat wirklich mehrere gute Situationen gehabt. Das Ding hätte auch deutlich ausgehen können. Daher geht der Sieg auf jeden Fall komplett verdient, in Ordnung. Und ja. Boah, ich hatte eigentlich tatsächlich jetzt schon abgeschenkt, weil das im 1-1 dachte ich mir, ja, jetzt ist Five up. Ist egal, Thema durch. Nein, ist es nicht. Wir gewinnen in München. Wir gewinnen in München mit 2-1 und sind dann am Ende doch wieder dabei. Es sind nur, sogar sagen, es sind nur noch 2 Punkte. Lass uns mal das nächste Spiel ohne. Was haben die überhaupt noch als Gegner, die Münchner? Wir spielen noch gegen RB Leipzig. Mainz, in Mainz bin die Bayern. Wir spielen noch gegen RB Leipzig. Warte mal. Wir spielen gegen Mainz. Und die Bayern spielen in Freiburg. Freiburg. Na gut. Mal schauen. Gucken wir gerade auf die Tabelle. So, kann ich den eigentlich jetzt nochmal versuchen zu verpflichten? Gut, das wird nicht passieren, wahrscheinlich der Transfer. Gut. In der nächsten Folge werden wir mal schauen, ob wir noch ins Champions League Finale einziehen. Bis dann.